Hallo Mo, willkommen in Innsbruck. Was sind deine ersten Eindrücke von der Stadt, vom Verein, vom Umfeld? Also erstmal hallo, guten Tag. Also ich muss sagen, Innsbruck, sehr schöne Stadt, gutes Wetter, Berge, tolle Luft. In der Stadt war ich jetzt noch nicht so oft, weil ich bin erst vorgestern Abend hierher gezogen, habe mich um meine Wohnung gekümmert mit der Familie. Aber ich finde Innsbruck sehr schön und alles perfekt. Du bist Stürmer. Welche Art von Stürmer bist du? Wie kann man sich dein Spiel vorstellen? Also, ja, ich bin Stürmer. Wie soll ich sagen? Ich bin eher, also, was ich von mir denke, ist, ich bin eher so der Strafraumstürmer. Ich finde halt, so im Strafraum bin ich clever, habe einen guten Abschluss, bin handlungsschnell, weiß, wo die Bälle kommen, wo der Ball landet und ich versuche trotzdem immer noch weiter an mir zu arbeiten, immer noch an mir zu verbessern. Und, ja. Was sind die Ziele von dir persönlich fürs nächste halbe Jahr? Also die Ziele für mich sind ganz klar, bis zum Sommer hier alles zu geben. Ich bin bereit für die neue Herausforderung, ich freue mich, ich will so vieles erreichen mit dem Team, so viel es geht und natürlich will ich dem Team mit meinen Toren weiterhelfen. Was war für dich am FC Wacker Innsbruck so interessant herzukommen? Also erstmal Spielpraxis, ganz klar. Ich möchte Spielpraxis sammeln in der ersten österreichischen Liga. Ich finde halt, das ist eine gute Situation, wo ich auch helfen kann, wenn ich gut in Form bin und ich glaube auch an mich. Gutes Team, gute Charaktere. Ich freue mich, ich bin bereit für die Aufgabe. Ich hoffe, das nächste halbe Jahr wird perfekt für uns. Gut, dann wünsche ich dir viel Erfolg fürs nächste halbe Jahr. Wir freuen uns auf viele Tore von dir. Danke fürs Interview. Dafür werde ich alles geben. Danke.